Ja. Warum ich mich für das Bündnis Grundeinkommen engagiere und interessiere, das hat für mich ganz egoistische Gründe. Mein Grund ist mit einer Frage verbunden. Wie soll die Welt organisiert und gestaltet sein, in der ich leben will? Und mit der Beantwortung dieser Frage bin ich eng verknüpft mit meiner persönlichen Freiheit. Und die ist in dem System, in dem ich jetzt lebe, nicht in dem Maße gegeben, wie ich sie brauche und wie ich es mir wünsche. Was ich sehe, dass in unserer Gesellschaft der größte Teil der Energie, den ein Mensch für sich aufwendet, für die Existenzsicherung genutzt wird. Das ist der maßgebliche Motor im Alltag eines Menschen. Ich muss mir mein Leben verdienen. Ich muss meine Existenz sichern. Ich muss besser sein als der andere. Ja? Sonst komme ich unter die Räder. Ja, und das muss nicht so sein. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, gewachsen aus der industriellen Revolution. Und aktuell haben wir tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu verändern. Etwas nachhaltig zu verändern, etwas zu verändern. Etwas, was wir noch nie hatten. Nämlich der Wandel eines Paradigmas von ich muss mir mein Leben verdienen, hin zu ich verdiene es zu leben. Und mein Gefühl ist, dass die Aussage, ich verdiene es zu leben, viel mehr an der natürlichen Ordnung sich orientiert, als an Gegebenheiten einer neoliberalen Marktwirtschaft. Und darum lade ich ein, mich und die Menschen, lasst uns etwas verändern. Lasst uns das Risiko eingehen, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, um zu sehen, was wir dann tun. Wie werden wir die Welt gestalten, wenn wir nicht mehr 80% unserer Kraft dafür aufwenden müssen, um zu überleben? Was machen wir mit unserer Kreativität? Und ein Argument für die Schwaben hier im Schwaberländle, wenn ich dann vielleicht mal höre, naja, Mai, für was sollten es gut sein, ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ich habe ein Argument dafür. Jeder Hirnforscher weiß heute, dass Kreativität dann besonders sich entfaltet, wenn sie frei sich entfalten kann und nicht unter Druck. Und wir in Deutschland, wir haben wenig Rohstoffe, aber wir haben vielleicht den größten Rohstoff, den wir uns vorstellen können. Wir als Deutsche haben ein enormes Potenzial an Kreativität. Und wenn wir ein gesellschaftlich freiheitliches Feld erschaffen, in dem sich Kreativität frei entfalten kann, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir sowas von innovativ werden, ja, und das auch im Schwaben-Sinne sozusagen vielleicht das ist, was uns als Gesamtheit, als Gesellschaft noch ein gutes Stück nach vorne bringen wird, mit einem erheblichen Mehr an Lebensqualität und Lebensfreude. Aho.